Was geht ab? Willkommen zum neuen Video hier vom YouTube-Kanal. Ich gehe heute zum Spiel hier in Kapstadt. Wir schauen uns das Spiel Cape Town FC gegen Swallows FC an und ich werde euch einfach mal mitnehmen. Was ich euch im letzten Video mal versprochen habe, dass ich euch zeige, wie mein Zimmer hier aussieht, und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Also hier kommst du rein, dann ist hier das Bett, kleiner Spiegel, Schreibtisch, paar Sachen hier, Kleiderschrank. Bisschen Wäsche liegt auf dem Boden. Hier eine Katze. Keine Ahnung, wie sie heißt, aber mit der chill ich auch manchmal. Und dann hast du hier einen sehr, sehr stabilen Ausblick. Also eigentlich da, wo ich wohne, die Lage ist top. Also alles easy, alles perfekt. Aber was nicht bockt, ist, dass hier direkt diese Straße ist. Und das heißt, du hörst die Autos morgens alle zum Berg hochfahren. Dahinter geht es zum Strand, ist manchmal ein bisschen laut, aber ansonsten ist die Lage hier top. Ich hole mir jetzt noch kurz einen Smoothie und dann geht's zum Stadion. Eine Sache, die hier extrem auffällt, also was ich gar nicht wusste, bevor ich hierher gekommen bin. Kapstadt ist die 8. gefährlichste Stadt auf der ganzen Welt. Und immer wenn du hier unterwegs bist, du wirst von oben bis unten gescannt, ob du da irgendwelche wertvollen Sachen bei dir hast und ob die mit dir hier heute einen guten Fang gelandet haben, wenn die dich krallen. Naja, nee, also hier sind schon sehr, sehr viele kriminelle Leute unterwegs mit einer kriminellen Energie. Und das merkst du schon, egal wo du bist. Die scannen dich von oben bis unten, ob du Handy dabei hast, bla bla. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann rauben die dich auch einfach mal aus. Das ist quasi mein Einkaufszentrum. Hier gehe ich immer einkaufen oder Sachen holen. Und hier hole ich mir auch jeden Tag meinen Smoothie. Bei dem guten Laden hier. Joko. RFK. Digga, ich bin ehrlich jeden Tag hier. Das heißt, die kennen schon meine Bestellung. Ich hole mir dann immer Mango, Ananas und Erdbeeren. Die Vitamine am Morgen dürfen nicht fehlen. Okay, wir haben es jetzt 17 Uhr, aber eigentlich gehe ich immer morgens hin. Wir sind ausgestattet. Ich schwöre, es schmeckt behindert. Ich war schon mal hier im Stadion und hab mir ein Pokalspiel angeschaut. Das war echt Comedy, ja. Das war echt schon lustig, ja. Mal schauen, wie es heute wird. Heute ist Ligaspiel. Ich glaube, das wird ein bisschen besser. Ansonsten, was kann man sagen? Das Greenpoint Stadium ist das Stadion von der WM in Südafrika. Hat, glaube ich, 500 Millionen gekostet. Und da hat auch Deutschland gegen Argentinien gespielt, wo die 4-0 gewonnen haben. Aber das ist halt, wo ich letztes Mal im Stadion war. Da passen 55.000 Leute rein, aber es ist nie ausgelastet, ne? Also beim Fußball. Ich glaube, die machen noch ein paar andere Veranstaltungen dort, aber beim Fußball sind da, glaube ich, 2.000, vielleicht 3.000 Leute bei den normalen Spielen. Und wenn die gegen so gute Gegner spielen, dann kommen da ein paar mehr Leute, aber ich glaube, es ist nie voll beim Fußball. Ich glaube, wir sind hier zum falschen Eingang gegangen. Jetzt bin ich hier reingegangen, aber hier komme ich nicht weiter. Alles abgesperrt. Wir müssen einmal rumgehen. Digga, man will ins Stadion gehen, einfach nichts geöffnet, ja? Geistkrank. Letztes Mal bin ich hier so einen Eingang reingegangen. Der hat jetzt geschlossen. Ich frag Security-Mitarbeiter, der sagt, der weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ach, wir gehen jetzt hier nochmal eine Runde. Irgendwie werden wir schon reinkommen. Hier ist nächste Woche Formel E, deswegen ist hier ein bisschen was gesperrt. Hier werden Sachen aufgebaut. Ich glaube, hier sind die Boxen. Vielleicht schauen wir uns das auch mal an. So, wir sind jetzt irgendwie hier reingekommen. Organisation gar nicht gut. Die labern da irgendwas, schicken dich von A nach B. Und einige Leute konnten online keine Tickets mehr buchen. Wollten welche hier vor Ort kaufen, geht auch irgendwie nicht mehr. Ein Kollege wollte auch noch vorbeikommen, aber ich glaube, da kommen auch nicht mehr rein. Laufen wir jetzt hier irgendwo durchs Parkhaus. Keine Ahnung, wo lang, aber ich verfolge einfach die Leute. Wir haben VIP-Tickets. Und das Ticket hat 100 Rand gekostet. Das sind glaube ich 5 Euro für VIP. Bin ich mal gespannt. Hallo. Okay, thanks. So, wir sind hier angekommen. Okay, thanks. So, haben wir unser Armband bekommen. Mal schauen, was uns das hier bringt. Ey, ey, ey. Musik gefällt mir schon mal. Das ist das Stadion. Hier
da gibt es eine kleine Bar. Es geht los, es geht los. Ich glaube, es sind nur so 1000 Zuschauer erlaubt heute. Oder es wurden nur 1000 Tickets verkauft. Letzte Woche saß ich auf der anderen Seite. Da waren ein paar mehr Leute da. Auf ein gutes Spiel heute. Für die, die es noch nicht verstanden haben, er spielt Cape Town FC gegen Swallows FC. Keine Ahnung. Wir hoffen wir einfach mal, dass das ein gutes Spiel wird, ein paar Tore fallen und es ein geiles Erlebnis hier wird, ja. Ladies and gentlemen, let's make some noise, let's clap some hands for Cape Town City FC. Cape Town City FC. Los geht's. Cape Town sind die Blauen und Swallow sind die Weißen. Boah. Ui. Oh mein Gott! Frank! Frank! Aber das Tor war heftig, ich schwöre, geistkrank. Von wo holt er den dann auf einmal? Muss schon sagen, der Rasen sieht gar nicht gut aus. Ne? Weiß nicht, was die hiermit machen, aber sehr, sehr viele Löcher dabei, hoppelt die ganze Zeit. Ich muss sagen, das Niveau ist maximal, ich glaube, dritte Liga so. Vielleicht auch vierte Liga, je nachdem, welcher Platz in der Tabelle, aber ist nicht so krank, muss man sagen. Ich kriege einfach eine Benachrichtigung auf OneFootball, dass es hier 2-0 steht. Aber das Tor habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kommt es ja gleich. Discap, come on, come on. Hey, was los, was los? Die erste Halbzeit ist vorbei, 1-0 für Cape Town FC. Mal schauen, ob in der zweiten Halbzeit ein paar mehr Tore fallen. Spiel ist bis jetzt okay, also bis auf das Tor waren jetzt nicht so viele geile Aktionen dabei. Aber es sind ja noch 45 Minuten. Ich zeige euch mal kurz so ein bisschen den Innenbereich. Hier läuft cool Musik. Da hinten kann man dann Essen holen, ein paar Getränke. Hier gehst du dann raus. Und hier ist auch noch die Musikbox. Ich schwöre, diese Songs, hier kannst du eigentlich alle Shazam direkt. Die haben alle diese Beats, sehr, sehr fresh. Es geht weiter. Ist mittlerweile auch echt schon richtig kalt geworden. Fans machen ein bisschen Stimmung. Krank, 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 krank. Scheiße. Boah, hab das Tor verpasst, aber war geisteskrank. Jetzt kommt ja auch ein bisschen Stimmung rein. Ganz klare rote Karte. Der hat gerade die rote Karte bekommen. Nummer 4. Glatt rot. Warum der Schiri die erst zu spät gezeigt hat, keine Ahnung. Und die machen einen auf, die wissen nicht, warum der rot bekommen hat. Also der hat ihn da umgehauen, das hast du noch nie gesehen. Oh! Sehr knappes Ding. Cape Town jetzt in Überzahl, also ein, zwei Dinger sollten die schon jetzt noch machen, ja. Hey. Oh! Allen! Tschüss, Digga. Wie schnell der angerannt kam.
Der Innenverteidiger mit der Nummer 12 ist echt ein guter Mann, ja. Ich glaube, der hat doch einen Marktwert von 1 Million Euro oder so. Der kann auf jeden Fall kicken. You say. Oh mein Gott. Digga, der ist gerade aufgestanden, dann kam der mit der Liege, der hat sich hingesetzt. Guck mal, jetzt gleich steht er wieder auf. 100 Euro. Ey, lacht gleich. Wow. Oh. Er hat noch eine rote Karte, aber zweite rote Karte jetzt. Es sind noch nur noch 2 Minuten, dann ist das Spiel auch vorbei. Keine Ahnung, was da abgeht. Manu hier auch im Stadion vertreten. Spiel ist vorbei, Cape Town City gewinnt 2-0. Ich glaube, am Ende waren es 4 rote Karten. War ein interessantes Spiel. Nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke jetzt mal, wo ich was zu essen finde. Ich habe schon ein bisschen Hunger bekommen. Und mittlerweile ist es auch schon richtig kalt geworden. Mit T-Shirt, kurze Hose. Das Stadion bei Nacht. Okay, ist nicht Nacht, aber wird schon langsam dunkel. Da hinten hast du die Berge und Co. Mal schauen, ob wir jetzt einen Uber kriegen. Hä? Das ging ja richtig schnell. Ich glaube, die warten auch alle hier. Aber mein Fahrer ist da. Hey man. How are you doing? Let's go. Das war's mit dem Vlog, Freunde. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich gehe nicht mehr essen, sondern habe mir einfach Essen bestellt. Ja, hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Folgt mir bei Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.